Moin allerseits. Ja, hier bin ich wieder mit einem neuen Video. V160002. Ja, mein Name ist Wolfgang und ich heiße euch recht herzlich willkommen und wünsche euch für das nun folgende Video gute Unterhaltung. Ja, was seht ihr hier? Also nicht viel. Also wir haben heute Volkstrauertag, den 17. November, ein trüber Novembertag, und den kann ich mir nur aufheitern oder auffüllen, indem ich mir hier meine beliebte Schoko, Cappuccino Schoko zubereitet habe, und als Krönung kommt immer noch ein guter Schuss Whisky da rein. Wie das Aroma. Ja, und damit oder man das nicht so riecht, bekannt ist da früher, oder hier oben im Norden, der Pharisäer. Da hat man Tee mit Rum getrunken oder Kaffee mit Rum oder Whisky. Und damit der Pfarrer das nicht merkt oder der Pastor nicht merkt, hat man Sahne oben drauf gemacht. Und das mache ich jetzt auch. Aber ich habe hier keinen Pfarrer im Haus, also muss ich das auch nicht. Aber ich mache es trotzdem. Ja, worum geht es heute? Ja, nur damit kann ich mich erheitern oder erfreuen. Mit meinem Lieblingsgetränk. Ja, erstmal Prost. Kann nicht sagen, das schmeckt. Müssen wir mal probieren. Cappuccino, Kakao oder Schoko heißt das Zeus. 3, 4 Teelöffel in die Tasse oder die große Tasse und dann aufs Wasser drauf und dann läuft das schon. Ja, das sind zwei Dinge. Einmal die schöne Cappuccino Schoko und zum anderen eine neue Lok, eine neue E-Lok. Und die möchte ich jetzt vorstellen. Dazu muss ich erst einmal die Kamera umbauen und dann geht das gleich weiter. So, hier noch ein Schokoherz. Lecker, gefüllt, Lebkuchenherzen. So, die Kamera ist in Position gebracht. Ja, und was für eine Lokomotive ich mir gekauft habe, ja, dreimal dürft ihr raten. Also einer von euch, der kennt sie ja schon, oder hat sie schon gesehen. Der gute, mein lieber Freund, der Frank von Franks Mober. Ja, es ist eine Altbau-Elektrolokomotive, eine E16. Ja, jetzt werden sich manche fragen, ja, E16, alles schön und gut. Ich lasse jetzt mal langsam hier ins Bild rollen. Erstmal ohne Sound, also die Lok hat Sound. Die werde ich gleich vorstellen. Das war ein bisschen zu weit, also ein bisschen zurück. Ja, und von welcher Firma ist die Lok? Ja, ihr würdet euch wundern, von Pico. Ich hatte ja mal schon mal gesagt, ich würde mir nichts mehr von Pico kaufen, aus bestimmten Gründen. Das hat nichts mit den Fahrzeugen oder mit den Produkten zu tun, sondern mit der Firma als solches. Also, ich halte nichts viel von Pico, insbesondere auch nicht von deren Geschäftspolitik und von ihren Geschäftsführer. So, das wäre dazu. Seine Pico-Lok. Und Pico war auch der einzige Hersteller, der diese Lok im Programm hat. Ich hätte sie mir nicht gekauft, wenn sie zu teuer wäre. Nämlich diese Lok hat ursprünglich 365 Euro gekostet. Und die wurde jetzt angeboten in einer Aktion für 209 Euro. Und da habe ich mir gedacht, da kannst du ruhig zuschlagen, egal Pico oder sonst was. So, und diese Lok fährt auch wunderbar auf meiner Anlage. Ich habe die schon mal getestet, auch mit Stromabnehmer. Ich werde sie mal jetzt zurücknehmen und wieder den Stromabnehmer ausklappen. So.
damit die Gemüter beruhigt sind. Ja, ich stehe ja, oder ich bin ein Fan von diesen Altbau-Elektrolokomotiven. Davon habe ich ja also die E19, eine E18 würde mir noch fehlen. Ich habe die E44 und die E94. Das sind meine Altbau-Elektrolokomotiven. Ferner schätze ich auch sehr die Einheitselektrolokomotiven der Deutschen Bundesbahn, die so ab den Mitte der 50er Jahre gebaut worden sind, wie die E10, E40, E41, E50 und so weiter. Mit den neueren Modellen, da habe ich das nicht so. Muss ich nicht haben. Ja, das wäre nochmal dazu. Ist eine Pico-Lok, eine Sound-Lok. Und da will ich das mal vorspielen, den Sound. Lichtfunktion, da hat sie sowieso auch einzeln schaltbar, dass ich das Zug-Schlusssignal abschalten kann. Das ist die Funktion 20. Ja, ein Funkgespräch hat sie auch. Das ist leider das einzige Sprachgeräusch auf dieser Lok. Ich hätte mir gewünscht, das wären noch ein paar Bahnhofsdurchsagen, aber Fehlanzeige. Ja, dieses Ciao, danke, ja, das war's. Ja, Sound hat sie. Wunderschöne Pfeifsignale. Ein langes Signal und noch irgendwo noch ein kurzes Signal. Funktion hat sie, schaltbare Funktion hat sie, glaube ich, 26 oder 28 Funktionen. Aber die werde ich sowieso nicht alle nutzen. Dieses Kompressor und Luft und Sanden und sonst alles, Türen klappern, das muss ich nicht haben. Also dafür hätten sie lieber ein paar Sprachausgaben drauf machen können. Aber die habe ich in meinem Schneideprogramm, also ich kann die immer einblenden. Ja, ich habe die ja auch mir deswegen gekauft, wegen den Antrieb. Nämlich diese Lok, das ist die einzige Lokomotive der Deutschen Reichsbahngesellschaft, auch später der Bundesbahn, die hat einen Buchli-Antrieb. Buchli-Antrieb ist eine spezielle Antriebsart, erfunden durch einen Schweizer Ingenieur, der Jakob Buchli, im Jahre 1920. Die Motoren sind auf einer Lokseite angebracht, hochgelegen und werden über ein großes Stirnrad oder Zahnrad auf die Achse übertragen. Das Problem dabei ist, dass der Massen- oder die Asymmetrie der Gewichtsverteilung nicht so sehr stimmt bei dieser Lokart oder bei dieser Bauart, sodass man die Transformatoren alle auf der gegenüberliegenden Seite des Antriebes gesetzt hat. Ich werde nochmal ein Bild einblenden, wo man das auch sieht. Wie auf der einen Seite, auf der Seite sieht man jetzt ganz deutlich den Buchli-Antrieb. Die Lok hat vier Antriebsachsen. Eins, zwei, da und da. So. Die Achsen hier, die Vorlaufachsen, die sind schön ausgeführt in Speichenrädern. Und auch die Lok ist sowieso fein detailliert, muss ich sagen, die Bedruckung einwandfrei, sehr scharf abgesetzt, wunderschöner Dachgarten mit den einzelnen Leitungen und auch die Stromabnehmer sind problemlos auf meiner Anlage zu benutzen. Ja, gleichzeitig habe ich mir auch noch ein paar Schürzen-Schnellzugwagen zugelegt, die passend zu dieser Lok sind. Also die Lok wurde angeschafft durch die Bayerische Abteilung der Bahndirektionen München. Man hat nämlich Anfang der 20er Jahre angefangen,
das bayerische Streckennetz rund um München zu elektrifizieren. Aber ja, früher war es auch schon so, das ist nicht ein Symptom für heute, in der heutigen Zeit, sondern es hat sich herausgezögert, und so dass die erste Lok erst 1926 ausgeliefert worden ist. Die Bestellung war schon wesentlich früher, das war schon, glaube ich, 1922. Gebaut wurde die Lok in 21 Exemplaren. Die Bauzeit erstreckte sich von 1927 bis 1932. Die Lok hat es auch geschafft, noch in die Bundesbahnzeit. Also etliche Loks wurden im Krieg zerstört, aber etliche auch, also ein paar haben das überstanden und sind bis 1980 bei der Deutschen Bundesbahn im Einsatz gewesen. So, wo wir sie mal hier jetzt vorbeifahren lassen. Die Lok, wie gesagt, von Pico, und die Schürzenschnellzugwagen hier mit Gepäckwagen, das war ein Viererset, hat mir sehr gut gefallen oder gefällt mir sehr gut. Das sind Schürzenschnellzugwagen, die sind von der Firma Fleischmann. Ja, wieso Schürzenschnellzugwagen? Die haben nämlich an der Unterseite Blechverkleidungen, sodass man angenommen hat, dass sie da, glaube ich, etwas windschlüpfriger sind und ein bisschen strömungsgünstiger sich verhalten. Wunderschöne Wagen. Ich mag da so eine Wagen besonders gerne auch. So, das soll es nun aber auch gewesen sein. Das Video ist ja schon so lange hier, sind ja schon bei 12 Minuten. Das langt dann auch. Damit möchte ich mich verabschieden mit diesem Blick auf diese wunderschönen 14 Schnellzugwagen. Und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Weil ich werde vielleicht noch das ein oder andere Mal in ein Video auf diese Lok eingehen, speziell auf die verschiedenen Eigenarten.